Kennt man vielleicht den Bunker auch sehen? Noch nie hat einer gefragt. Es ist etwas eng, aber ich wollte nicht unbedingt zum Nachbarn rübergraben. Das ist sie, die Zentrale. Der Bunker war etwa 10 Quadratmeter groß. Eine Längswand war komplett mit riesenhaften Lebensmittelkonserven und den gleichen Plastikbehältern wie in der Küche gefüllt. Eine Kochnische, ein kleiner Tisch, 2 Sessel und ein Wassertank, der neben einer kleinen Duschkabine von der Decke hing. Mein eigenes Trinkwasser, wenn alles andere versorgt. Saugt die Feuchtigkeit aus der Luft. Alle 9 Sekunden ein Tropfen. Bling. Aus der Luft? Wie geht es? Anionische Feuchtigkeitsosmose, glaube ich. Ach so, ja, habe ich mir gedacht. Ja. Und da unten sitzt du dann also so, wenn draußen die Anarchie losbricht? Jep, so sicher wie in Abrahams Schoß. Allein. In einem engen Raum. Jetzt habt ihr alles gesehen. Gehen wir wieder rauf. Ich habe euch ja Frühstück. Auf der Wendeltreppe kam Grasel zu dem Schluss, dass die Führung noch nicht umfassend genug gewesen war. Grasel steckte zwar jetzt tief im Wald und würde eine Weile brauchen, um wieder herauszufinden, aber da schon früher Abend und die Sonne zwischen den Baumkronen gut zu sehen war, musste er nur in ihre Richtung gehen, denn der Fluss lag ja östlich von Feuchtkirchen. Irgendwann würde er dann auf einen Weg treffen und rechtzeitig zum Grafenabendessen kommen. Ob er zuerst den mächtigen Schlag auf den Kopf bekam und danach das Gleichgewicht verlor oder umgekehrt, machte für ihn in dieser Sekunde wenig Unterschied. Denn für Grasel verwandelte sich der frühe Abend so oder so blitzartig in dunkelste Nacht. Absolut perfekt. Grasel hatte seine Lassowürfe nicht gezählt, aber es waren sicher schon einige hundert. Er hatte sein T-Shirt und die Hose zerrissen und dann zu einem improvisierten Seil zusammengedreht und geknüpft. Selbst seine Unterhose hatte daran glauben müssen. Er brauchte jeden Zentimeter Länge, um zumindest eine kleine Chance zu haben, dass sich die Schlinge da oben an einer Wurzel oder einem Stein verfing. Selbst dann war aber noch nicht gesagt, dass ihn seine Bastelarbeit auch tragen würde, wenn er an ihr hochkletterte. Der nächste Wurf. Daneben. Scheiße. 412. Oh, ein Scheiße. Das ist da gerade, gell? Ja.